Ja, liebe Ursel Scheurer, liebe Ehrenbürger, liebe Gäste jeglicher Ehre, meine Damen und Herren, aber natürlich auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Kommunalparlament. Am 24. September ist Bundestagswahl. Wenn ich zurzeit im Wahlkampf umherreise, im Wahlkreis, kriege ich viel Schulterklopf. Menschen sagen, Mensch, ihr von der CDU, ihr müsst doch gar keinen Wahlkampf mehr machen. Das Ding ist ja schon gelaufen. Ich muss dann immer ganz erstaunt feststellen, wie die Leute darauf kommen, dass das alles schon gelaufen ist. Wenn man sich die Umfragen anguckt, kann man erkennen, dass 50% oder fast 50% der Menschen sich noch gar nicht entschlossen haben, was sie wählen werden am 24. September. Und deswegen gilt es bis zum letzten Tag, bis zur letzten Minute, um jede Stimme auch hier im Wahlkreis zu kämpfen. Und wir können die aktuellen Umfragewerte nicht für bare Münze nehmen. Die aktuellen Umfragen sind nicht das Wahlergebnis. Da ist immer ein Heidenunterschied inzwischen. Ich glaube, wir müssen uns nicht verstecken bei dieser Bundestagswahl. Wir können eine gute Bilanz aufweisen. Wenn ich mal zurückdenke, vor einem starken Jahrzehnt war Deutschland der kranke Mann Europas. Daran muss man sich immer mal wieder erinnern. Vor einem starken Jahrzehnt hatten wir fast 6 Millionen Arbeitslose, stark steigende Staatsverschuldung. Dreimal hintereinander die Maastricht, die Stabilitätskriterien gebrochen. Wir hatten nicht genug Ausbildungsplätze für unsere jungen Leute. Wir hatten die rote Laterne in Europa. Und heute, ein gutes Jahrzehnt später mit CDU-Regierungen, haben wir Rekordbeschäftigung in unserem Land. Hier im Wahlkreis kann man von Vollbeschäftigung sprechen. Wir haben eine ganze Legislaturperiode ohne neue Schulden und das ohne Steuererhöhung bei gleichzeitigen Rekordinvestitionen in Forschung, in Bildung, aber auch in Infrastruktur. Wir haben investiert in gute Pflege, in steigende Reallöhne und steigende Rente. Und Deutschland ist der Stabilitätsanker in Europa und wir können, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, unser Land steht in diesen Tagen gut da. Und das ist eben auch der Verdienst einer CDU-geführten Bundesregierung. Und es ist auch der Verdienst, völlig klar, vieler, vieler Menschen in Deutschland, die früh aufstehen, die arbeiten gehen, die sich um ihre Familien kümmern, die sich engagieren und für andere einsetzen. Und deswegen ist für uns auch klar, für diese Menschen wollen wir weiterarbeiten. TV überregional.